Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, vermutlich habt ihr euch jetzt gewundert, als ihr im Kino gesessen habt und habt das erste Mal die neue Stimme von Rambo gehört. Bisher in allen vier Teilen davor wurde Rambo von Thomas Dannenberg gesprochen. Ja, und im fünften Teil auf einmal spricht er und man denkt so, Moment, das ist ja gar nicht die Stimme von John Rambo, sondern von irgendjemand anders. Aber nein, es ist tatsächlich die neue Stimme von Sylvester Stallone, beziehungsweise in dem Fall von John Rambo. Auch im vorherigen Rocky-Teil, beziehungsweise in Creed 2, wurde Sylvester Stallone schon von Jürgen Prochnow gesprochen. Dieser hat ihn auch schon in dem ersten Teil von Rocky gesprochen. So gesehen haben die eine kleine Verbindung. Und bei Thomas Dannenberg ist es so, dass er sich jetzt seit April 2019 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand verabschiedet hat. Der gute Mann ist 77 Jahre alt. Viele von uns möchten gern oder meckern schon, dass er erst mit 67 in Rente gehen kann. Der Mann hat bis 77 durchgearbeitet. Also Hut ab dafür und natürlich auch alles Gute für seine Gesundheit. Ich hoffe, er erholt sich wieder und hat noch viele gute Jahre. Aber er wird Sylvester Stallone nicht mehr sprechen. Das heißt, jetzt in dem Rambo-Film müsst ihr mit Jürgen Prochnow Vorlieb nehmen. Es ist gewöhnungsbedürftig, ob man die Stimme gut oder schlecht findet, kann man eigentlich, finde ich, gar nicht beurteilen, weil Thomas Dannenberg natürlich schon bekannt war als die Stimme von Sylvester Stallone. Und so gesehen kann ich jetzt nicht sagen, ich finde die neue Stimme schlecht oder gut. Sie ist halt anders, man muss sich dran gewöhnen, es ist schwierig, weil man Sylvester Stallone halt auch schon so lange mit der alten Stimme kennt. Aber das ist die Auflösung. Sylvester Stallone in John Rambo Last Blood wird von Jürgen Prochnow gesprochen, weil Thomas Dannenberg keine Synchronsprecherarbeiten mehr annimmt oder macht, da er sich in den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet hat. Ja, das war eine kurze Info. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!